Hallo Freunde der kleinen Bäume. Heute ist es soweit. Ich wollte ja schon letzte Woche Hand anlegen, aber da war es ja mit mir noch nicht so gut gestellt. Und deswegen geht es heute los. Die Kiefer. Was haben wir hier genau auf dem Tisch? Ein Pinus nigra Pierrick Bregeon. Irgendwie sowas. Ich blende euch das hier mal ein. Ja, das gute Stück hat schon, wie ich letztes Mal gesagt habe, einen ziemlich dicken Stamm. Das heißt, es ist mal kein Bleistift, den ich hier auf dem Tisch habe, sondern schon was Rechtes. Und ja, wie man sieht, fängt so ganz langsam der Herbst an. Das Teil verliert, sobald man hier ein bisschen drankommt, haufenweise Nadeln. Und von daher würde ich sagen, mein erster Schritt ist jetzt, mal das ganze Teil von den ganzen alten toten Nadeln zu befreien. Und dann schauen wir uns den nächsten Schritt an. Das Ganze natürlich, damit es nicht allzu lange dauert, für euch im Schnelldurchlauf. Also bis gleich. So, die ganzen Nadeln hätten wir jetzt mal vom Baum runter. Und ich würde sagen, ich hole euch mal ein kleines Stück ran und zeige euch im Detail, wie das hier drin aussieht. Also hier angefangen vom Hauptstamm geht es direkt links zum ersten kleinen Ast. Der hat ziemlich viel abgeschnittene Elemente von der Baumschule, wo aber schon so ein paar kleine grüne Spitzen dran kommen. Vielleicht kann ich damit noch was machen. Das muss ich dann einfach mal sehen. Dann geht hier ein Stück weiter höher der nächste Ast nach rechts weg. Eigentlich ziemlich cool, weil die nicht auf einer Ebene sind. Und nach hinten geht dann der Hauptstamm ziemlich dick weg. Und hier wird es jetzt ein bisschen problematisch, weil ich habe hier einen ziemlich dicken Ast und da hinten noch einen, die quasi beide miteinander konkurrieren. Und da werde ich mich höchstwahrscheinlich für einen von beiden gleich entscheiden müssen. Hier und hier hinten. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich vielleicht sowas mache wie eine Halbkaskade. Irgendwas, was so noch gerade so hängend in den Klippen ist. Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Die Alternative: ich stelle das ganze Bäumchen so auf, dass der Ast hier ein Hauptast wird. Und ich finde eigentlich beide Ideen nicht schlecht. Und jetzt muss ich mich für eine entscheiden. Wäre schön, wenn man jetzt so eine Live-Umfrage machen könnte, wie ihr das Ganze seht. Aber das funktioniert noch nicht ganz. So, ich habe mich entschieden, und zwar, wie ich das eben schon mal angedeutet habe, der Baum wird so aufgestellt, das heißt, die Halbkaskade ist vom Tisch und ich werde hier meinen Hauptstamm so nehmen, mit dem Verlauf, dass ich hier so eine gebogene Form drin habe, und werde dann quasi hier die Äste nehmen, um dann die Ebenen aufzubauen, mit dem der fast so dick ist wie der hier, da muss ich gleich noch mal schauen. Aber ich werde mich jetzt von unten nach oben durch den Baum arbeiten. Und der hier unten, der ist quasi zu tief. Der kommt weg. Da mache ich gleich ein Totholzelement von. Wie gesagt, der wird jetzt Totholz. Thank you.
So, das erste Totholz wäre soweit mal vorbereitet. Und wenn ich jetzt noch mal das Ganze so hinstelle, wäre das ja eigentlich so gedacht. Und das heißt, der nächste Ast, der zu viel ist, ist eigentlich der hier hinten. Und um den werden wir uns jetzt als nächstes kümmern. So, ich habe euch einmal auf die Rückseite gedreht, denn jetzt geht es hier weiter. Und zwar ist das der. Und auch den werde ich vorsorgehalber erstmal stehen lassen und zum Gin machen. Komplett wegschneiden kann ich ihn dann immer noch. So, dann hätten wir jetzt auch den zweiten Gin. Und jetzt zeige ich das Ganze nochmal aus der etwas weiteren Perspektive. So sieht das Ganze aus mit dem ganzen Baum wieder drauf. Und ja, ich sag mal, wie gesagt, der Ast ist weg, hier hinten der. Und wo ich meine, wer jetzt noch weg müsste, wäre eigentlich dieser hier. Weil der einfach zu viel und zu groß nach hinten geht. Und hier auch ein ganz gerades, langes Stück hat. Also im Gegensatz zu den anderen, wo ich überall immer ein bisschen Schwung mit habe, wäre jetzt der nächste, der wegkommt. Und dann würde ich diesen hier hinten auch noch ein Stück reduzieren. Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen. Jetzt geht es erstmal mit dem weiter. Nachdem wir jetzt schon das ein oder andere Ästchen entfernt haben, im Prinzip ja immer die dicksten, weil die können wir eh nicht mehr viel biegen. Und mit solchen kleinen hier, da können wir wenigstens noch ein bisschen was an der Stellung machen. Und diese ganz dicken, die wir jetzt weggenommen haben, da geht nicht mehr viel. Deswegen sind wir jetzt so viel flexibler. Und jetzt beim Kamera zurückstellen habe ich gesehen, bis eben war ja auch noch die Idee, dass das die Vorderseite wird. Hier. Ich finde es aber auch gar nicht schlecht, wenn das die neue Vorderseite werden würde. Also vom Winkel her genau gleich, aber einfach noch ein paar Grad gedreht. Dann würde dieser Ast hier jetzt noch wegkommen. Und wir hätten hier quasi unsere erste Ebene, mit dem Ast die zweite. Wir hätten den hier hinten. Ich hoffe, das kann man noch erkennen, für die Tiefe. Das wird die Vorderseite. Und wir nehmen das hier jetzt mal raus. Und dann schauen wir, wie es aussieht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber ich finde, das ist nicht schlecht. Und wir nehmen das jetzt so. Und dann wäre dieser Ast hier vorne noch über. Da ist eh nicht ganz viel dran. Das heißt, den werde ich jetzt auch mal direkt rausnehmen. So. Ich werde mal schauen, dass ich den Baum so irgendwie befestigt kriege, damit ich den nicht immer festhalten muss. Und dann geht's gleich weiter. So, ich denke, so langsam sieht man schon, wohin die Reise geht. Ich würde jetzt vorschlagen, bevor ich noch mehr abschneide, oder die letzten Entscheidungen treffe, würde ich mal eben noch ein bisschen Draht anlegen.
Wie gesagt, wir haben hier unsere erste Ebene, hier dann die zweite. Wir werden hier versuchen, so ein bisschen was für die dritte und den hier für die vierte. Der hier, der direkt nach oben wächst, der ist glaube ich über, den kann ich jetzt noch wegnehmen. Und danach werden wir uns hier um die Krone, um den Aufbau kümmern und mal schauen, was wir da noch dran lassen oder wegnehmen. Aber das sehen wir gleich. Das heißt, ich werde jetzt mit dem Drahten anfangen, werde das mal so weit durchdrahten. So, die unteren Reste sind mal gedrahtet und jetzt würde ich mal schauen, ob wir hier vielleicht noch ein Stück runterkommen, nicht wirklich. Den ein Stück nach hinten, nach vorne. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Äste, die aus diesem Ast wieder kommen. Das ist natürlich viel zu viel. Das heißt, die zwei, die nach unten gehen, die nehme ich noch raus. Den müsste ich gleich noch drahten. Und diesen hier, den werde ich so ein Stück nach hinten bringen und dann nach vorne. Und den hier, habe ich gedacht, versuche ich die linke Seite, den werde ich versuchen, ordentlich nach unten zu bekommen. Der ist noch relativ flexibel. So ein Stück weit auch nach hinten. Das muss ich noch zu Ende drahten, kein Problem. Das kommt jetzt als nächstes. Dann haben wir hier die nächste Ebene. Die ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Ich würde sagen, das kann man direkt so lassen. Da kommt natürlich ein bisschen Draht hin, dass ich das auch noch ein bisschen steuern kann. Vielleicht noch ein bisschen drehen kann. Ich muss überlegen, ob ich hier wirklich beide brauche. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um den hier hinten. Der ist zum Glück noch schön biegsam. So. Das wird gleich auch noch gedrahtet. Also, ich muss noch ein bisschen Draht anlegen. Und dann geht es gleich weiter. Wie das manchmal beim Drahten ist. Ich habe hier jetzt die erste Ebene, hier die zweite und hier für die Tiefe hinten. Und ich finde, dass der jetzt eigentlich über ist. Von daher kommt der jetzt einfach weg. Den Draht, den mache ich nochmal ab.
Den kann man vielleicht noch mal woanders gebrauchen. So, ist jetzt die Vorderansicht. Also wie gesagt, erste Ebene hinten für die Tiefe, zweite Ebene. Hier muss ich noch ein bisschen das Polster ausdrahten. Da kann ich mich aber später drum kümmern. Und jetzt ist die Frage, was ich mit diesem hier mache. Ob ich den wirklich behalte oder ob ich hier auch einfach noch ein Stück Totholz draus mache. Und ich glaube, dass mir das mit dem Totholz eigentlich ganz gut gefällt an dem Baum. Wenn wir uns das jetzt hier mal weg vorstellen. Hier die nächste Ebene machen. Da nochmal eine. Und dann die Spitze. Ich find's gut. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt ist eh zu spät. Wenn es jetzt ganz dunkel wird, würde ich sagen, ich höre erstmal auf. Wie gesagt, das Polster hier, das muss ich eigentlich noch ein bisschen ausdrahten. Aber das ist jetzt auch nicht so spannend und wird halt einfach nur ein bisschen lockerer da noch aufgefächert. Aber ich denke, um zu zeigen, wohin die Reise geht, hat der Baum jetzt für heute erstmal genug mitgemacht. Ich würde sagen, haut mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Ich werde euch gleich noch mal die Vorheransicht reinbringen. Die Nachher. Nochmal die Vorher. Und ich würde sagen, damit ist alles gesagt, alles gezeigt. Die Kiefer darf jetzt so überwintern. Nächsten Frühjahr kommt die dann in einen anderen Pott. Aber das schauen wir uns dann an. Wenn es irgendwann wieder warm wird, jetzt nochmal schnell hier die 360. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit euren Bäumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sebastian.